Wir sind im Tierheim in Mönchengladbach, in Mönchengladbach-Lürb und schauen uns an, wie hier die Arbeit funktioniert, wie viele Tiere hier sind und was eigentlich da tagtäglich ansteht und wie eigentlich auch das Tierheim, die Tiere und die Menschen hier die Corona-Zeit erlebt haben. Das Tierheim selber hat natürlich ganz normal weitergearbeitet in der Zeit. Die Tiere müssen ja verpflegt werden. Was ein bisschen gefehlt hat, sind die Spenden der Menschen gewesen, die einfach auch wichtig sind. Die Futterspenden oder eben auch die Besuche, wo Menschen gucken kommen und dann vielleicht auch Futterspenden oder eben auch eine finanzielle Spende machen. Das ist weniger geworden. Wir haben allerdings auch gehört, dass die eine oder andere Person gesagt hat, ja, ein Haustier hilft vielleicht in der Zeit der Kontaktsperre, Begegnungen dann zu Hause zu haben. Allerdings muss man auch da aufpassen. Wir hören auch, die ersten Tiere sind dann auch schon wieder zurückgegeben worden. Viele Leute schaffen sich unüberlegt Hunde an in der Corona-Zeit, gerade in der Lockdown-Zeit, und kommen dann nachher nicht mehr zurecht, weil die Hunde verhaltensauffällig werden. Man hat keinen Hundetrainer, der greifbar war. Und die Tiere landen hier im Tierheim. Tierheim leistet eine tolle Arbeit und ich finde das auch toll, sowohl die Angestellten als auch die ehrenamtlichen Helfer und Futterspenden, Geldspenden, kann das Tierheim immer gebrauchen. Ich finde es toll, hier zu sehen, mit welchem Einsatz die Mitarbeiter hier sind, der Verein sich engagiert, eine Traditionseinrichtung, die wir alle unterstützen sollten. Gut, dass es das in unserer Stadt gibt.